Ich bin hier nach Köln gekommen, um mit meiner Familie unseren Präsidenten zu unterstützen, dass wir zeigen können, dass wir hinter ihm stehen. Und egal, was für Entscheidungen er trifft oder was er macht, es könnten vielleicht mehr Leute kommen, aber es sind auch sehr viele Menschen da aus anderen Ländern. Ön taraf çok sıkıştı. Biraz geriye doğru açıladık. Sol tarafta öyle. Şehri önce ve Yunus Denizli kayıp arkada bekleniyor. Buyurun başkanım. Weil wir der Meinung sind, dass die Demokratie in der Türkei klar und deutlich vom Volk verteidigt wurde und dies in den westlichen Medien nicht dargestellt wird. Ich fordere die deutschen Medien auf, hört endlich auf mit eurer einseitigen und tendenziösen Berichterstattung gegen die Türkei, gegen das Volk der Türkei. Wenn Sie in einem Land sind, wo ein Diktator herrscht, ja, dann kann dieser Diktator machen, was er will. Aber dem ist nicht so. Bei uns entscheidet das Volk. Wissen Sie, es gibt so einen alten Spruch, negative Propaganda ist besser als gar keine Propaganda. Und die westlichen Medien schießen sich ins eigene Bein. So ist das nun mal. Heute ist keine AKP auf den Straßen in der Türkei seit 2 Wochen, sondern das gesamte türkische Volk. Murat İnce, Yakup Kozan, Rüstem Resul Perçin, Suat. Ist klar, bei so einer Menge ist klar, was passieren kann, weil es gibt auch viele andere Leute, die gegen demonstrieren. Ich hätte mir das gar nicht so vorgestellt. Sehr, sehr viele Leute sind hier und ich finde das super. Ich bin hier, damit wir in Deutschland ein klares Zeichen dafür setzen, dass wir für die wahre Demokratie stehen und nicht für die vorgegaukelte Demokratie der Erdogan-Anhänger. Es wird sehr, sehr schlimm. Ab jetzt sofort, also Pressefreiheit ist ja eh schon verboten, Tausende von Menschen sind ja suspendiert worden, beziehungsweise man weiß nie, wie viele Menschen dadurch auch gestorben sind, weil das ja die Regierung ja dann verheimlicht. Dass wir gerade in Deutschland auch nicht unbeteiligt sind an dieser Geschichte, dass wir nämlich hier auch noch ein Zeichen setzen, zusätzlich, dass wir eine Brücke bauen zwischen der deutschen Gesellschaft und der türkischen Gesellschaft. Wie so eine Brücke, das können Dialoge sein, das können natürlich auch Möglichkeiten sein, wo man die Störfaktoren oder Ursachen dieser Provokation, die seitens der AKP kommt, zu lösen.